So, wir befinden uns in einer neuen Aufnahmesession hier bei Minecraft und es hat sich sehr viel geändert. Ihr seht es bestimmt gleich optisch. Ihr habt es ja geschrieben, ihr wollt ein neues Texturenpack sehen und jetzt habe ich das hier von Misa genommen. Ich hoffe, das gefällt den meisten. Ich denke mal schon. Und auch, na gut, optisch hat sich jetzt Nico nicht verändert, aber soundtechnisch ist es sich, ja, ist es jetzt ein bisschen besser, oder Nico? Müsste eigentlich, es müsste besser sein. Genau, neues Headset, neue Soundkarte. Und ihr seht's auf jeden Fall, es hat sich auch hier an der Karte einiges verändert, an unserer Welt. Denn wir haben die letzten, ja, was waren das jetzt, 5, 6 Stunden haben wir eigentlich nicht mehr hochgeladen. Denn da lief das mit dem Sound ja nicht so, da hatten wir das neue Texturenpack noch nicht. Und es war wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, wie wir denn da die ganze Zeit unser Hotel, unsere riesige Hotelanlage hier gebaut haben. Das haben wir nicht reingestellt, aber jetzt zeigen wir einfach mal das Endergebnis. Nico. Der kommt jetzt auch. Wir gehen natürlich hier über den roten Teppich. Der Wald, der stand davor noch gar nicht. Wir hatten hier, ja, ein bisschen grün war ja schon. Sieht ein bisschen ungepflegt aus. Ich weiß nicht, was unser Gärtner hier macht. Mit den Rasen. Na gut, die Blumen, die hat er gut angelegt. Dann sind wir jetzt hier auf der Terrasse unter uns. Da war der kleine Holzbunker. Das war ja optisch grauenhaft. Also haben wir jetzt, naja, ein bisschen mehr Farbe reingebracht, ein bisschen Grün, einen kleinen Zaun, ein paar Fackeln. Über uns, das ist der Pool. Und da gehen wir vielleicht als erstes mal hoch. Über die Leiter. Ups, Nikos Zimmer hier. Das kennt ihr ja wahrscheinlich noch aus der letzten Aufnahmesession. Und jetzt hier, unser Pool. Paar Bänke, Sitzgelegenheiten sind natürlich hier wichtig. Das hat sich natürlich alles ordentlich verändert. Wir gehen mal hoch und rutschen einmal. Wow. So. Und los geht's. Ja, oder man geht auch so nach oben, wie Nico das gerade macht. Und ich habe es jetzt gerade auch schon gesehen, ihr bestimmt auch. Da hinten, da ist unsere Bahn. Die stellt Nico nachher vor. Aber bevor wir da hingehen, ja, sag ich mal herzlich willkommen in Nikos Hotelanlage. Und da kann ja Nico ein paar Worte zu sagen. Langeweile. Ja, Langeweile, genau. Ich hatte nichts zu tun und in der Zeit habe ich das einfach gebaut. Ich meine, in 6 Stunden hat man ja auch genügend Zeit, irgendwas hier zu bauen. Ja. Auf jeden Fall. Wir gehen hier nochmal ein bisschen runter. Ihr seht Eigentlich habe ich verschiedene, ja. naja, nicht verschiedene Zimmer, eigentlich gleiche Zimmer. Sieht überall gleich aus. Komm Ja. nicht runter. Hier los. Eigentlich habe ich in 6 Stunden unser ganzes Eisen und Gold verbraten, was wir derweil noch gefunden haben. Ja, die eine Höhle, die wollte ich auf jeden Fall nochmal zeigen. Und eine andere Höhle, da habe ich noch ein paar Rohstoffe drin gelassen. Da gehen wir nachher auch nochmal hin. Auf jeden Fall das Hotel, das ist natürlich auch für alle Let's Player von euch, die vielleicht hier noch mitmachen wollen, gedacht. Dann habt ihr auch so ein kleines Zimmer, wenn ihr hier anfangt bei uns. Oder wollen wir erstmal mit der Bahn fahren? Weiß ich jetzt gar nicht. Wollen wir erstmal mit der Bahn fahren? Der hatte mich. Oh, das habt ihr jetzt natürlich auch nicht gesehen. Nico hatte mich beim letzten Mal hier umgebracht, fällt mir da ein. Eiskalt ermordet und dann ist mein Spiel auch noch abgestürzt. Ja, ich habe nur einen Minecart hier, nimm du das. Ja, ich habe auch noch eins. Ach so, dann gib das wieder her. Ach so, nee, dann habe ich das gerade aufgenommen von dir. Ach so, okay. Nee, doch nicht. Das Da, war was, Mann, nimm's. ich. Du darfst voran. Ich geb dir wie mal Anschwung. Ah, super. Oh, unsere Freunde hier links sind weg. Na, ach, da steht ein Schaf auf dem Gleisen, glaube ich. Und Ja, nö, doch nö. nicht. Hier ist definitiv zu viele Tiere. Oh, die Kuh hätte ich jetzt fast mitgenommen. Sie ist so unnötig. Ja. Das werden wir auf jeden Fall nach. Oh, die Schweine. Das wird jetzt eng. Oh, Gott sei Dank, knapp. Das werden wir natürlich noch bearbeiten. Wir wollen jetzt einfach nur mal alle Neuerungen hier ein bisschen vorstellen. Schnell mal rausgesprungen, bevor Nico kommt. Ja, das ist weg. Hole ich mir nachher ab. Wird er wieder rein? Das ist ja nicht. Mo. Und es hat ein Schwein mitgenommen. Was Wir das gerät jetzt hin? gehen derweil hier mal auf die andere Seite von unserer Hotelanlage. Denn hier vorne hatte ich eine richtig coole Höhle gefunden hier. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. Hops. Die ist riesig. Die Rohstoffe sind natürlich jetzt alle weg. Aber wir schauen uns das einfach mal an. Wo bist du schon wieder hingelaufen?
Hier, wo wir Eisen und Kohle hatten. Wobei, jetzt weiß ich gar Bis nicht, wo wo? wir hier. Wo ging es denn jetzt hier lang? Jetzt bin ich falsch. Tja. Ehrlich nicht, wo du bist, aber ist ja nicht so schlimm. Nö, ich komme ja. Wir kommen ja wieder raus. Da fällt mir gerade ein, wie sieht es eigentlich bei dir mit Fraps aus? Ja gut, jetzt hast du dir ein neues Headset geholt, neue Soundkarte. Wann kommt Fraps? Irgendwann mal, wenn ich Geld habe dafür wieder. Gut, weil wir haben nämlich uns gedacht, dann nimmt Nico das auch gleichzeitig auf und dann seht ihr, ja, nicht nur was ich hier mache, sondern eben auch was der Nico in der Zeit immer so Aktives treibt. Und ich finde jetzt hier den Ausgang nicht mehr, das gibt's gar nicht. Hier Headset und geht's hoch. Soundcard waren erstmal teuer genug. Ja, na klar. Alles nächsten Monat eventuell. Ich glaube, hier waren wir schon. Waren wir hier unten auch? Nee, jetzt habe ich's. Hier müssen wir lang. Ihr hört schon ein bisschen Wasser. Denn wir kommen, wenn ich den Weg jetzt finde, eigentlich bei meiner kleinen Wohnung an. Hier runter. Denn hier lang. Ja, ihr seht's, wir haben uns richtig schön durchgebuddelt. Und dann geht's einmal hier hoch. Da kommt man dann oben beim Wald raus. Und wenn wir jetzt hier links um die Ecke biegen. Nee, nicht da runter, sondern hier noch weiter. Geradeaus. Hier vorne hoch und dann sind wir gleich bei mir angekommen. Hops, hops, hops. Jetzt haben wir schon Wasser. Da oben sehen wir Nico ein bisschen. Zumindest den Namen. Und jetzt. Sag doch, dass du wieder, sag doch wieder, dass du zu dir nach unten gegangen bist. Oh, ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen durchbuddeln. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung. Ich glaub, war das jetzt hier? Warte, über mir ist Sandstein. Ja, hier sind wir genau. Eingang Hops. gefunden. Au, 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 Überschwemmung. Tut mir Raus leid. hier. Komm schon, das auch noch weg. So. Ich hab dein Zimmer ein bisschen kaputt gemacht. Ah, wie nett. Kommst du da auch noch wieder zurück? Nein. Auf Mach mal das jeden Loch Fall. irgendwie zu, dann komme ich nach oben. Ja, warte. Welches denn? Hier sind zwei Löcher. Ach, egal, ich komme schon. Ja. So. Wie soll ich da nach oben kommen? Ja, ist ja Wasser. Na, Oh, Mann, dahin hin. ich, boah, das, was hast du hier gemacht? So. Wieso hast du hier Wasser? Ja, wir rutschen jetzt hier einmal. Platz da. Oh, das ist rausgehen. Und jetzt kommen wir gleich zur Wasserstelle, wo wir unseren Pool. Von hier hatten wir eigentlich unseren Pool gefüllt. Ja, jetzt geht's richtig los. Große Rutsche. Aber auch hier sind unsere Freunde leider noch nicht gespawnt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber die kommen vielleicht noch im Verlaufe dieser Aufnahmesession. Schauen wir nachher nochmal vorbei. Auf jeden Fall, so hat sich das hier ein bisschen verändert. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Ja, hier habe ich schon ein bisschen Holz hingelegt. Es ist ja nicht mehr ganz so kalt. Und das ist im Endeffekt jetzt hier mein kleines Zimmerchen. Paar schöne Lampen, ein paar Bilder, eine Truhe, ja, was weiß ich, was wir so alles mitbringen. Und dann, ja, hallo. So. Dann unser Bettchen und hier vorne unser Kühlschrank. Da haben wir ein Das ist hier unser, das bisschen ist Fleisch. deins. Ja, meins, genau. Da haben wir ein bisschen was mit. Was sollen die Leute von uns halten? Ich wollte auf jeden Fall nochmal in die eine Höhle, in die andere Höhle gehen, wo noch ein paar Rohstoffe sind. Die konnte ich beim Eine letzten Mal nicht alle andere. mitnehmen. Hatten wir Die, wo wirklich so wir. viel? Ja, das war die Höhle, wo wir das erste Mal gespielt hatten. Ach. Ach da. Ja, da hatte ich ja schon ein bisschen angefangen, auch die Rohstoffe rauszunehmen. Auf Da waren jeden ein Fall paar mal noch da drin. wird es schon sein. Ja. Vorher nochmal eine Spitzhacke gemacht.
Noch Eisen? Ja, aber unverarbeitet. Ah, ich nehme alles. Wo ist er denn? Warte. Bitte. Ja, dann gehe ich jetzt damit mal zum Ofen, ne? Mach. Und es ist Nacht. Das ist natürlich blöd. Wir brauchen hier sowieso noch einen anderen Ausgang, denn... Ach ja, hier vorne ist übrigens unsere Party-Ecke. Ne, hier wird richtig schön aufgelegt. Ja. Okay. Nein, das tust du jetzt keinen von uns beiden an. Nee, lieber nicht. Nein. Das ist wirklich schlimm. Besonders wenn man dann alle anschmeißt. Ach, das war witzig. So, haben wir überhaupt eine Axt? Und eine Schaufel? Ja. Jetzt musst du kurz warten auf mich. Ich habe noch die ganzen Platten hier in der Kiste. Jo, mach das alles. Ich Nee. arbeite mich jetzt hier vorne durch, dass wir hier noch einen Warte zweiten doch auf Ausgang haben. mich. Ich bin immer noch unten in mein Zimmer hier. Brauche ja noch eine Eisenhacke. So sieht das übrigens jetzt mal von innen aus. Ich habe hier einfach über unseren Holzbunker eine riesen Sandschicht aufgetragen. Naja, ist jetzt ein bisschen komisch. Da sehen wir den Mond. Sehr schön. Wenn wir uns jetzt hier nochmal durchbuddeln. Wo ist jetzt die Spitzhacke? Suchen, suchen. Da, die nehmen wir. Ja, soll ich zu dir runterkommen oder? Ach, leg dich mal ins Bett. Ja. Wir liegen gleich. So, jetzt. Gute Nacht und guten Morgen. Jetzt kommen wieder alle Sorgen, denn in der Höhle, da werden auf jeden Fall einige Zombies sein, denke Soll ich ich zu mal. dir runterkommen oder wo wollen wir hin? Du kannst eigentlich auch oben warten. Dann machen wir den Ausgang hier später. Ihr seht's auf jeden Fall, wie viel Erde ich da gebracht. Da könnte ich ja eigentlich nachher mal den einen Hügel da hinten zeigen. Warte, vielleicht reicht das, wenn wir hier von hier oben schauen. Da habe ich nämlich Da einen bist du ja ganzen schon. Berg abgetragen. Sieht man das von hier? Nee, sieht man nicht. Egal, dann gehen wir erstmal. Kommst du mit zur Höhle? Ja, wieso nehmen wir eigentlich diesen ganz umständlichen Weg? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich von hier oben nur gucken, ob ich den einen Hügel da hinten sehe, aber ist ja nicht der Ach, Fall. hast du Fackeln dabei? Nö, aber ich habe Kohle und ich habe solche Stöcker mit. Ich habe ganz viel Holz dabei, also noch. Ja. Ja, Holz habe ich auch mitgenommen. Ich könnte mit Redstone-Fackeln dienen. Also auch hier drin sind wir schon ziemlich weit vorgestoßen. Auch eine Riesenhöhle. Wie man es nimmt. Joa. So, hier vorne rum und hier Jetzt. rum. Und darum. Und dann hier Was ist denn runter. so kompliziert? Ja, ich musste ja die Höhle hier Boah, unten bist du des Wahnsinns. finden. Ihr müsst auch die Leiter nehmen. Ja, da geht jetzt so ein Weg runter. Nee. So, und jetzt kommt die große Höhle. Ja, am besten fangen wir hier vorne vielleicht an. So ein Warnschild wäre mal nicht Systematisch. schlecht. Ja, obwohl du hast doch bestimmt wieder Schilder mit. Kannst ja gleich anbringen. Oh, schön. Jetzt brauchen wir Fackeln. Machen Ja, wir schnell Redstone mal Fackeln, eine. die überhaupt nicht die null Beleuchtung reinbringen. Wieso? Weiß ich nicht, ich hab da hinten Eisen gesehen. Kohle. Ja, wenn du hier mal ein paar Fackeln aufstellen würdest, wäre cool. Und Au. da war irgendwo ein Creeper, den ich nicht gesehen habe. So, was kann man hier noch alles? Oh Gott, das ist groß, das ist groß. Ja, Oh, Kohle. ja. Ich bin dafür, wir trennen uns nicht, wir bleiben zusammen. Ja. Ja, schon wieder ein Zombie hier. Oh, sehr, sehr viel Kohle. Das auch noch mitnehmen. Hier irgendwie einen Weg nach oben gefunden, ich wollte es ja nur sagen. Okay. Ach doch nicht. Oh, ich Komm, habe hier hier noch gibt's eine Eisen. Höhle. Dann lauf nicht weg, ich komme.
Gott. Du schon wieder hingelaufen. Ja, hier Ah, du vorne. hast Kohle vergessen. Ja, hier ist so Hab ich doch. viel. Wir uns mal systematisch durchbuddeln. Ja. Oh, Eisen. Meins, meins, meins. Gleich beanspruchen. Hops, hops. Wieder sich selbst der Nächste. Da ist ein Creeper. Lock ich mal schön zu dir. Mach das. Gehen wir jetzt, was ist jetzt hier oben? Hier Da sind wir gestartet. muss auch mal den Abonnenten zeigen, wie du Creeper umhaust. Oder sie mich fast tothauen. Ich habe nur noch 3 Herzen. Oh, hier ist. Oh, Alter, ist hier viel Kohle. Hast du irgendwie Fleisch oder so mitgenommen? Ich habe noch einen Apfel. Ja, nett, wenn du hier auch mal helfen würdest. Kohle haben wir ja nicht. Ist ja nicht so, als ob wir das in Übermaß hätten. Oh. Hier unten ist auch nichts. Hast du ein paar Fackeln mit? Ja, ich mach mir einfach unterwegs welche. Ich klau mir Kohle von dir. Das weg, das weg. Ja, ich habe 36 Stück. Aber wir können hier weggehen. Hier ist nichts mehr Dolles. So, die Kohle da oben kannst du mitnehmen. Also hier war jetzt. Hier warst du Ah, jetzt und schon überall. ja, da unten ist nichts. Da war nur ein Creeper, der mich Okay. fast rot gemacht hat. Und ja, nichts. Dann gehen wir mal hier oben hin. Ja, hier. Cool. Können wir Autsch. hier bauen. Eine Treppe nach unten. Hast du was mit? Warum nicht? Ja, ich hab immer was, aber ihr kennt's mich doch. Auch nichts, oder? Was ist das für eine Höhle? Oh shit. Oh shit. Hier wohnen schon welche. Ich Komm leuchte. her. Oh shit. Ah. Alter, riesig. En garde. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo was ist. Also das ist schon so ein Gefühl von mir. Ja, ne? Aber das kannst du hier eisen. Da sind zwei Wege, sicher mich mal ab. Hops. Möchtest du mir nicht helfen hier lieber? Ja. Kampf gegen diese. Ah, schon wieder. Ja, ich stelle jetzt mal eine Fackel Oh, auf. hier ist Eisen. Ach, hast du schon gesehen, ne? Ja. Scheiße! Oh, genau neben mir.